Hallo liebe Leute, ich bin der Callcenter Crusher. Heute geht es um Bären und Ochsen. Und zwar um die Ochsen, die mir einen Bären aufbinden wollen. Viel Spaß dabei, wie immer geht's nach dem Intro los. Ja. Ja, mein Name ist Otto Müller, Account Manager. Sie haben erfolgreich unsere Werbung angewendet. Stimmt das? Welche denn? Also Bitcoin Profit, Sie wollten Geld verdienen online. Das ist richtig, aber ich habe mich auf mehreren Seiten angemeldet. Welches ist jetzt Ihre? Ah, bitte? Hallo, verstehen Sie schlecht Deutsch? Ja, also Sie haben unter Werbung Bitcoin Profit angemeldet. Ich sagte ja gerade, ich habe mich auf mehreren Seiten angemeldet. Welches ist jetzt Ihre Seite? Ja, ich habe gesagt, also Bitcoin Profit heißt. Das Oder meinen ist, Sie Unternehmer? ich meine, Ihre Plattform, auf der man Hier. handeln kann. Ja, Bayer Group. Bitte? Bayer Group. Bayer Group, das können Sie Ja, das mal genau. buchstabieren? Weil der Name sagt Ja. mir gar nichts. So, Bayer, ja. B-A-E. Ja, slash. Was? Ja, dann Punkt. Jetzt nochmal von vorne und nicht so stottern, bitte. Nochmal bitte. Machen Sie doch mal einen Deutschkurs. Sie verstehen ja gar nicht, was ich sage. Vielleicht sollten Sie auch mal die Musik ein bisschen leise machen. Vielleicht verstehen Sie mich dann besser. Hallo? Hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Darf ich mit Jason Reismann sprechen? Der spricht hier. Aha, prima. Ich heiße Herr Scheuermann. Ich komme aus finanzielles Unternehmen Bayer Group und ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung bei unserem Online-Handelsprojekt, um Nebeneinkommen zu generieren. Ist das richtig? Das weiß ich ja nicht, wo Sie arbeiten. Woher soll ich das wissen? Bayer Group. Nein, ich meine, ob Sie Ihre Anmeldung hintergelassen haben, weil ich kann Ihre Rufnummer sehen. Warten Sie kurz, kann ich auch hier Ihre E-Mail-Adresse sehen? jason.reismann@mdz.email. Ja, das ist richtig, aber wie heißt Ihre Webseite? Der Name Ihrer Firma, der ist mir nicht bekannt. Also unsere Firma heißt Bayer Group. Wir haben verschiedene Online-Handelsprojekte und es gibt Chain Reaction, es gibt Gemini und Tesla. Ja. Auch Comarex System. Diese Projekte sind erschafft für verschiedene Handeln mit verschiedenen Wirtschaftsgütern, Kryptowährungen, Aktien, Edison, Rohstoff und so weiter. Ah ja. Ja. Und eigentlich mit dieser, also diese automatischen Systeme, diese Projekte sind eine Basis, ja, für Online-Handel, es ist ein künstlicher Intelligenz, der analysiert den ganzen Markt, findet Preisunterschiede, ja, öffnet und schließt Positionen. Ja. Und ja, weiter bekommen Sie von uns auch einen Finanzberater, der soll den Verlauf dieses Systems kontrollieren, ja, auch soll er alle automatischen Einstellungen bei dieser Applikation für Sie erstellen und eine erfolgreiche Strategie für Sie erschaffen. Ah ja, okay. Wie funktioniert das jetzt dann mit den Rohstoffen? Also eigentlich wollen Sie zuerst Ihr Handelskonto aktivieren, danach bekommen Sie von uns diese Applikation auf Ihrem Gerät und danach bekommen Sie einen Anruf von Ihrem Finanzberater, sobald Sie das gemacht haben. Soll alles richtig erstellt werden und danach fangen Sie an zu handeln. Also es gibt zwei Wege. Ein Weg ist automatisch handeln mit dieser künstlicher Intelligenz, wo Sie einfach Ihr Verlauf kontrollieren und alles wird automatisch gemacht. Es geht langsamer, es gibt kleinere Profite, aber es geht ständig. 7 von 10 Positionen schließen sich selbst im Plus laut unserer Statistikabteilung.
Und zweiter Weg ist, Sie können mit Ihrem Finanzberater verschiedene Positionen öffnen, die Ihnen gefallen, ja, wo es gute Möglichkeiten, Profite zu generieren gibt. Beispiel steigen einige Aktien, ja, bekommen Sie ein Marktsignal, bekommt Ihr Finanzberater ein Marktsignal, ja, und mit diesem Signal kontaktiert er mit Ihnen, ja, und Sie versprechen, da sollen Sie diese Position öffnen oder, ja, können Sie beispielsweise kaufen oder verkaufen, ja, und danach beispielsweise haben Sie billiger gekauft und teurer verkauft, ja. Genau, Ja. der Preisunterschied ist ihr Profit. Unser Okay. Interesse ist, dass wir bekommen genau 5% von Ihrer Profite. Also beispielsweise haben Sie mit uns 1.000 € verdient, bekommen wir 50 €, Sie bekommen 950. Ja. Gut, Unsere Dienstleistungen, wie bitte? Sie sagten gerade was von einer Application. Welche ist das denn? Sie können für sich entscheiden, ob das Gemini, Chain Reaction oder Tesla ist. Sie können das mit Ihrem Finanzberater besprechen. Also haben Sie eine Laune, mit Aktien zu handeln? Können Sie mit Tesla-Projekt handeln? Ja, wenn Kryptowährungen Ihnen gefallen, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und so weiter, ja, können Sie mit Chain Reaction arbeiten. Chain Reaction handelt ganz gut mit und kann auch gute Profite generieren. Weil Kryptomarkt ist sehr volatil, instabil, ja, es gibt viele Fluktuationen dort und kurzfristige Handlungen können dort ganz gut erfolgen. Okay, Ja. und welches war jetzt Ihre Webseite? Das sagte mir gar nichts irgendwie, von der Ja, Sie jetzt Bayer Group ist anrufen. unser. Ja, also Sie haben schon ein Handelskonto in unserem System, in Plattform. Ja, Ihr Kontostand ist jetzt null. Ja, aber So, ich kann Ihnen, wieso habe ich ich ein... kann Ihnen, ich, ich soll. Lassen Sie Ja, mich doch bitte. auch mal ein bisschen was sagen. Ja, Meine... bitte, ich höre zu. Verzeihen Also, Sie bitte. diese Namen, den Sie gerade gesagt haben, da habe ich mich nicht angemeldet. Deswegen frage ich jetzt, haben Sie da eine Webseite? Wie heißt das? Bayer Group oder so? Ja, Ja, haben dann wir. Wir buchstabieren Sie mal sollen. bitte, dass ich mir die Seite mal angucken kann. Ich kann Ihnen das per E-Mail schicken, Nö, der das können Sie Link. mir doch einfach buchstabieren, ist doch viel einfacher. Ja, kann ich, aber Sie haben Ihre Zugangsdaten noch nicht. Soll ich das Ja, ich für Sie will ja auch erstmal generieren? nur die Seite angucken. Bitte, bitte, aber dann brauchen Sie nochmal anzumelden und dann bekommen Sie noch einen Anruf. Und ich kann Ihnen Ihre Zugangsdaten schicken zu genau Ihrem Handelskonto. Ich möchte mir Und doch Sie sehen, erstmal nur die Seite angucken. bitte, bitte, ja gut. B für Ja? Bernard, A für Andrea, Ja? E für Edgar, R für Rainer, Ja? minus Ja? G für Gerhard, Ja? R für Rainer, Ja? O für Otto, U Ja? für Uwe und P für Paul. Ja? Punkt com. Okay, gut. Slash de slash sign minus up. Ja gut, das ist ja die Domain fängt ja erstmal einfach nur mit Bear Group an. Das heißt ja nicht Bayer Group, sondern Ja, Bear Group. Bayer Group, ja, Bear aber Group. so, also ja, Sie können dort auch Bayer Group. Zuerst A, dann R. Bayer. Und Nee, weiter, dort können Sie Sprachen. in Deutsch, wenn ein A und ein E hintereinander ist, dann wird das Ä aufgeschrieben. Bear Group. Ah, so. Vielen Dank. Sie sprechen nicht gut Deutsch, offensichtlich. Ich spreche Englisch meistens. Ja gut, okay. Und wo ist dieser Sitz dieser Firma? Weil, von wo? Österreich, Wien. Ah ja, okay. Und Sie rufen, ja, okay, gut. Haben Sie da die Ja. Adresse für mich? Ja. Ja. 40 Bowling Green Lane, London, ist unser Hauptbüro. Also Sie haben doch gerade gesagt, Sie sitzen in Österreich. Also sind Sie eine Firma Ja, aus genau. London? Ah ja. Unser Hauptbüro ist in London. Okay, also Ihr Wir Recht. arbeiten meistens auf der großbritannischen Börse. Ja, das heißt, Ihr rechtlicher Sitz ist in London. Ja, genau. Okay, gut. In London, dann sind Sie ja mit Sicherheit als Finanzdienstleister auch reguliert, mit Sicherheit. Dann in London, dann sicherlich bei der FCA, oder? Wie bitte?
Wenn Ihr Sitz ist in London, dann sind Sie doch sicherlich als Finanzdienstleister auch registriert und reguliert und aus einer Ich Firma. bin Ihr persönlicher Kontomanager Ja, und das habe ich meine nicht Aufgabe, gefragt. Das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, wo Sie reguliert sind als eine Firma aus London. in Großbritannien Ja, und wo? 40 Bowling Green Lane, London. Hallo? Ich Ja, möchte hallo. gerne wissen, welche Behörde sie reguliert. Welche was? Verzeihen bitte, habe ich das nicht verstanden? Das kann sein. Welche Behörde sie reguliert? Es muss eine staatliche Behörde geben, die sie reguliert. Ja, und welche ist das? Dann sollen Sie vielleicht mit meiner leitenden Manager sprechen Ja, gut, davon. dann geben Sie mich mal weiter. Moment mal. Ja, gebe. Das mache ich gerne. Moment mal. Hallo. Ist da noch jemand? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja. Hallo. Guten Tag, Herr Reismann. Ja, Mein Name ist richtig. Markus Reich. Ja. Sie haben an mich hier einige Fragen, glaube ich, oder? Ja, zum Beispiel. Die erste Frage ist, Bitte. wo sind Sie reguliert? Sie sind ja eine Firma aus London. Wo sind Sie reguliert? Wer reguliert Ihre Firma? London. Aber wir sind, unsere Abteilung ist in Wien, also in Österreich. Ach, Sie, und Sie sind der Vorgesetzte? Der Kollege hat doch gesagt, dass der Hauptsitz, der rechtliche Sitz in London ist. Ganz genau. Ja, und da müssen Sie ja in London auch reguliert werden. Von wem Das sind wir werden Sie? auch. Ja, und von wem? Was meinen Sie? Bayer Group? Regulation, falls Sie Englisch verstehen. Regulation. Ah, er versteht auch kein Englisch. Hallo. Hallo. Da ist er wieder, der gute Herr Scheuermann, der kein Deutsch spricht. Baer wird also Bayer ausgesprochen. Also spricht er auch kein Englisch. Behaltet das mal für den nächsten Anruf im Hinterkopf. 3 Wochen später rief diese Firma wieder bei mir an. Im letzten Anruf hatten die ja einfach aufgelegt, als es um die Regulierung ging. Nun riefen sie unter meiner anderen Rufnummer und unter meinem anderen Namen bei mir an. Natürlich hat er sich nicht gemerkt, wie man Bär richtig ausspricht. Hört euch an, ob er auch andere Dinge nicht gelernt hat. Ja, bitte. Tag nochmal. Schönen guten Tag nochmal. Ja, wer ist da bitte? Scheuermann spricht. Sie haben gesagt, ich soll in 15 Minuten, in einer Viertelstunde anrufen. Habe ich das gemacht, aber Sie Ja, haben sorry, nicht abgenommen. da ist was dazwischen gekommen, ja, wirklich. Tut mir leid. Ja, kann sein. Ja, kein Problem. Wir können jetzt reden. Genau. Also, ich komme aus finanzielles Unternehmen Bayer Group. Wie gesagt, ich bin Ihr persönlicher Kontomanager. Meine Aufgabe ist, Ihnen alles zu erklären und auch Ihr Handelskonto aktivieren zu helfen. Sagen Sie mir bitte, hatten Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie schon gehandelt? Ich habe mal ganz viel mit eBay und Amazon gehandelt. Verstanden. Erfolgreich? Natürlich. Prima. Das ist gut. Es ist etwas Seltsames, wenn ein Kunde mit guter Erfahrung kommt. Warum? Wenn man bei eBay verkauft oder bei Amazon verkauft, ist es doch schlecht, wenn man keine guten Erfahrungen hat.
Nein, ich meine, viele Kunden kommen und eben sagen eben Name Unternehmens nicht, wo sie Geld verloren haben. Sie verlieren viel Geld, ja, und danach und so. Wenn man als Verkäufer Geld verliert, dann macht man was verkehrt. Also macht man etwas verkehrt, weil es gibt eine Möglichkeit, wo, also wir haben als Basis ein automatisches System und auch Finanzberater, ja. Die arbeiten am Finanzmarkt seit lange und eigentlich können Profite für sie generieren, aber dieses automatische System, manchmal funktioniert gut für Rentner, ja, wo es automatische Einstellungen gibt und alles automatisch gemacht wird. Deswegen, und wo man etwas selbst machen möchte und schaltet diese automatischen Einstellungen aus, dann ja, gibt es eine Möglichkeit, Geld zu verlieren. Weil diese automatischen Einstellungen sind erschafft, um ihr Geld richtig zu teilen und in verschiedene Positionen zu investieren. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Ja, und also wenn Sie mit also wenn Sie alle automatischen Einstellungen nicht ausschalten und mit Ihrem Finanzberater alles richtig besprechen, dann gibt es gar wenig Möglichkeit, mindestens möglich, dass Sie Geld verlieren. Ja, also nur mit diesen automatischen Einstellungen ohne Finanzberater, nur mit unserem automatischen System können Sie bis ungefähr 7% von Summe auf Ihrem Betrag täglich verdienen. Unser Interesse liegt daran, dass wir bekommen genau auf 10% Provision von Ihrer Profite. Ja. Ja, und ja, eigentlich das ist es. Bis Ende des Monats können Sie mit minimaler Summe mit Kreditkarte ist 250 €. Das gibt es bei jedem Unternehmen, weil das ist internationaler Mindesthandelsstandard. Mit Mit was kann ich weniger bei Summe Ihnen können alles handeln? Mit welchen Produkten kann ich bei Ihnen handeln? Also mit allen Wirtschaftsgütern. Mit dem ganzen Finanzmarkt, Rohstoffmarkt, Aktien, Devisenmarkt, alles ist verfügbar. Und Sie können für sich selbst entscheiden, mit was möchten Sie machen. Ihr Finanzberater, ja, soll für Sie alle Einstellungen machen. Sie können das besprechen. Ja, ich möchte beispielsweise diese Aktien und mit diesen Devisen, ja, möchte ich Frank zu Euro oder beispielsweise mit Gold, ja, oder mit Öl. Gold ist ein Das ist alles gutes möglich. Stichwort. Also ich möchte Gold kaufen. Kann ich das bei Ihnen tun? Ja, genau, Sie können das bei uns tun und kaufen und verkaufen. Sie Nö, können ich möchte also. ja halten. Das heißt, ich möchte physisch Gold erwerben. Ist das bei Ihnen möglich? Sie können in Ihrem Bank Gold kaufen. Ach, bei Ihnen kann ich Also kein Gold kaufen. Sie können Gold am Finanzmarkt kaufen. Wir verkaufen kein Gold, weil Okay. wir sind kein Bank und wir dürfen das nicht. Das braucht ganz andere, ja, Erlaubnisse. Und deswegen, ja, wir arbeiten mit dem nicht. Wir arbeiten mit Finanzmarkt, also Brokeraktivität, ja, Haben Sie denn so Marktaktivität. als Broker dann überhaupt eine Genehmigung irgendwie? Weil es hört sich ja nicht so, wenn Sie sagen, das braucht andere Erlaubnisse. Welche Erlaubnis haben Sie denn? Also ich bin ein Kundebetreuer. Ich brauche keine Erlaubnisse. Nein, Ihrer Firma Ja. natürlich. Was Sie persönlich für Erlaubnisse haben, interessiert mich nicht. Sie rufen ja für Ihre Firma an. Ja, genau. Ja, und welche Befugnisse hat nun Ihre Firma? Alles, was wir brauchen. Andererweise könnten wir nicht am Ja, was Finanzmarkt denn? arbeiten. Zum Beispiel, Sie sind doch ein Finanzdienstleister, richtig? Ihre Firma. Nein, 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 ich bin kein Finanzdienstleister. Ihre Ich bin Ihr Firma. Ja, Ja, ich rede, genau. Sie sind ein Mitarbeiter dieser Firma. Wenn ich dann sage Ihre, dann Ja, meine ich Ihre genau. Firma. Also, wo sind Sie? Sie sind ein Finanzdienstleister, das heißt, Sie müssen irgendwo reguliert sein. Ja, genau. Also eine Analysierung des Finanzmarkts braucht keine Lizenzierung. Das heißt, Sie sind doch ein Finanzdienstleister. Das heißt, Sie müssen dann irgendwo reguliert sein. Wo sind Sie reguliert? In London, in Großbritannien. In London. Bei wem? Bei den großbritannischen Finanzabteilungen.
Na, es gibt ja in London gibt es ja nur zwei Behörden, die das Sie, regulieren. also Sie können, Lassen Sie Moment mich doch mal, Sie einfach mal können diese, ausreden. Lassen Sie mich doch Sie einfach können mal. ja Sie diese möchten mich juristische, nicht ja diese, ausreden lassen? Oder wie? bitte reden Sie aus. Nein, Ja, reden Sie gut, aus, kein okay. Problem. Also in Großbritannien gibt es zwei Behörden, die Lizenzen erteilen. Bei welcher der beiden sind Sie lizenziert? Sie sollen diese Frage unseren juristischen Abteilung Ja, stellen. dann leiten Sie mich mal weiter an die juristische Abteilung. Ja, das ist eigentlich möglich, aber Gut, danke, dann wir los. besprechen. Moment, wir besprechen, also unsere juristische Abteilung soll mit Ihnen zusammenarbeiten, weil Sie unsere Kunde sind. Und Sie sind noch nicht unsere Kunde. Jetzt Natürlich. sind wir am Aktivierung Ihres Handelskontos. Ja, Wenn Sie diese und ich Information brauchen, vermute. dann kann ich für Sie. Kann ich das für Sie fordern? Kein Und Problem. ich vermute mal, ich kann erst dann mit der juristischen Abteilung sprechen, wenn ich mein Handelskonto aktiviert habe, sprich bei Ihnen Geld überwiesen habe. Ist das richtig? Wie bitte? Sie sprechen nicht so gut Deutsch, oder? Nein, ist alles gut. Mit meinem Deutsch habe ich das nicht richtig verstanden. Deswegen habe ich Richtig. gefragt, Ihnen. Meine Frage ist, Sie leiten mich an die juristische Abteilung erst dann weiter, wenn ich mein Konto bei Ihnen aktiviert habe und das Konto aufgeladen habe. Ist das richtig? Zuerst haben wir alle nötigen Informationen auf unserer Webseite. Und dort Die, können Sie das alles wollen Sie meine lesen, Frage nicht sehen. beantworten? Nein, ich möchte Ihre Frage beantworten, Ja, aber dann ich tun Sie das doch verstehe einfach mal. auch, Sie sollen auch verstehen, dass zuerst Ich soll jetzt erstmal bin ich gar nichts Ihrer verstehen. Ich möchte Kunde. einfach nur eine Antwort auf meine Frage haben. Warum sind Sie so oft unhöflich? Ich bin nicht Was habe ich Ihnen unhöflich. getan? Sie weichen einfach nur aus. Beantworten Sie doch einfach meine Frage. Dann bin ich der höflichste Mensch der Welt. Also gut, wenn Sie mit unserer juristischen Abteilung sprechen möchten, sollen Sie zuerst unsere Kunden sein. Danach gibt es eine Prozedur. Ich erkläre. Danach sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater und Sie können ihm sagen, ich möchte alle juristischen Informationen von Ihrem bekommen, bevor wir anfangen, ja, bevor mein Geld investiert wird. Ja gut, Und dann nehmen Sie Sie mich sollen. jetzt, darf ich jetzt mal? Ja, dann tragen Sie mich doch jetzt als Kunde ein, dann bin ich Ihr Kunde und dann leiten Sie mich weiter. Gut, und Sie brauchen Ihr Handelskonto zu aktivieren. Genau Ah, dafür da kommen brauchen wir Sie auf den eine Punkt. Da Einplanung zu kommen wir nämlich machen. auf den Punkt. Sie wollen also Auf erst welchem Punkt? Geld, Sie wollen erst, dass ich Geld einzahle, bevor Sie mir juristische Informationen geben, richtig? Unsere Unternehmen verdient mehr in einer Woche als ein durchschnittlicher Deutscher in einem Jahr. Ja, Wir natürlich. Ist, brauchen ja, Ihr. ist, Moment ist, mal, ist völlig Ihr. klar, ist Moment völlig mal klar. bitte. Betrüger machen das so. Ihr. Nein, wir brauchen Ihre 250 nicht. Ja, Sie brauchen prima, Ihr Geld. dann können Sie jetzt einfach mich Bitte, weiterleiten. darf ich bitte ausreden? Danke. Also, Sie brauchen Ihr Geld auf Ihrem Handelskonto, um Ihr Geld zu investieren. Sie können von Ihrem Bankkonto nicht investieren. Das ist unmöglich, leider. Und wenn das möglich wäre, dann würden wir nicht existieren. Und Verstehen Sie? jetzt sind Sie Und fertig? ich weiß, Nein, also nein, offensichtlich bin ich nicht. nicht. Ja, und Sie sollen, also es gibt eine Verifikationsprozedur, nachdem Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben. Und diese Prozedur ist zweiweg. Sie verstehen, wer wir sind, und wir verstehen, wer Sie sind. Weil es steht hier Ihr Name, aber kann ich nie wissen, wer Sie sind, ja, ob Sie Maximilian Siegelbrecher sind oder nicht. Und ich bin nicht Ihr Finanzberater. Ich bin nicht ein Mensch, der arbeitet mit aktiven Kunden. Ich bin ein Mensch, der arbeitet mit Leuten, die neu sind und nicht verifiziert sind. Und deswegen sollen Sie auch verstehen, dass es gibt Sicherheit, ja, Verträge. Und wir sollen auch etwas vorsichtig sein. Und bevor Sie, also sobald Sie verifiziert sind und Ihr Kundenbetreuer und Ihr Finanzbetreuer versteht, dass ja, das ist richtig dieser Mann, ja, und wir wollen zusammenarbeiten, er hat sein Handelskonto aktiviert und jetzt können wir weitermachen. Weil wenn wir das nicht jetzt machen, wenn Sie Ihr Handelskonto nicht aktivieren und eben nicht aktivieren möchten, sondern möchten einfach juristische Informationen bekommen, dann verlieren wir Zeit. Verstehen Sie?
Und jetzt Wir sind Sie. bekommen genau, wir bekommen genau 10% Provision von Ihrer Profite. Das ist unser Interesse. Wir brauchen Ihr Geld nicht. Sie brauchen Ihr Geld, um zu investieren. Und wenn Sie wissen, einen Weg, wie Sie von Ihrem Bankkonto direkt investieren können, bitte teilen Sie das mit. Weil ich weiß diese Weise nicht. Und wie ich weiß, das ist nicht möglich. So, sind Sie jetzt fertig? Vielleicht. Ja, vielleicht ja oder nein? Da weiß ich nicht, ich habe noch viel zu sagen. Ja, dann reden Sie erstmal fertig. Bis jetzt bin ich fertig. Ja, gut, schön. Sie haben aber leider meine Frage nicht beantwortet. Sie haben viel geredet, ohne etwas zu sagen. Ich habe Ihre Frage geantwortet. Nein. Sobald Sie Nein, haben Sie nicht. Sobald Sie verifiziert sind, Sie brauchen verifiziert zu sein, um juristische Informationen weiter zu bekommen. Verstehen Sie? Sie haben mich meine Frage nicht beantwortet. Ich habe gefragt, ob ich erst die Information bekomme, nachdem ich eingezahlt habe. Das ist meine Frage gewesen. Und Sie haben gesagt, mit Ihrem langen Satz haben Sie gesagt, ich muss erst einzahlen, bevor ich Informationen kriege. Ist das richtig? Ja, Sie aktivieren Ihr Handelskonto und Sie stottert sich ein zurecht. Möchten Sie, also was möchten Sie? Möchten Sie streiten? Möchten Sie. Nein, ich möchte einfach nur wissen, ob. Möchten Sie wissen oder möchten Sie verdienen? Ich verstehe nicht. Sie haben sich angemeldet. Ach, Sie verstehen nicht, ja? Ist klar. Ja, ist klar, dass Sie nicht verstehen. Das ist schon klar. Sie wollen also erst Geld haben, bevor Sie mir Informationen geben. Ich möchte nicht. Das ist gut, meine okay. Arbeit. Ja, so ist diese Prozedur. Haben ja, Sie gut. das schon gemacht? Was habe ich nie. Gemacht? Ich kriege Informationen, bevor ich irgendwo einzahle. Das ist auch rechtlich genau richtig. Ich möchte wissen, wo ist eine Firma reguliert und wo ist die Firma, wo die Firma sitzt. Das beides und konnten ich Sie habe mir nicht. Das und ich, habe ich war noch nicht fertig. Vor Ich war Augen noch nicht fertig. Sie unterbrechen mich schon wieder. Ich habe Sie habe ausreden ich lassen, also Augen. Lassen Sie mich gefälligst auch ausreden. Und dann, Unfreundlicher und Typ. Das Ihnen auf Ihre ah, E-Mail so, Sie sind also ein Betrüger. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Und dann kann ich Ihnen diese Information auf Ihre E-Mail mitteilen. Verstehen Sie? Nee, verstehe ich nicht. Ich verstehe Keine nur eins, Problem. Sie sind ein Betrüger. Sie sollen verstehen, dass ich solle nicht verstehen, ich solle hole. Nicht verstehen, ich solle verstehen, dass Sie ein Betrüger sind. Ah, klar, okay, Sie und sind ein Scammer. Wie haben Sie das verstanden? Sie sind ein Scammer. Wie kommen Sie da dran? Kann ich Ihnen genau sagen. Jede andere reguläre, seriöse Firma gibt mir die Daten, bevor ich investiere. Bei Aha, Ihnen ist es anders. Also Sie haben Erfahrung. Natürlich habe ich Erfahrung. Vor allem habe ich Erfahrung mit dummen Scammern wie Ihnen. Ja, und wie viel Na? Unternehmen Na? Haben Sie Na? Mitgearbeitet? Ja? Wie viele Unternehmen haben Sie mitgearbeitet? Mit Betrügerplattformen habe ich noch nicht einer zusammengearbeitet. Also wie können Sie von Betrügerei irgendetwas wissen, wo Sie noch nie mitgearbeitet haben? Ja, man findet das immer vorher raus. Was findet aus? Man findet zum Beispiel raus, wenn eine Firma nicht ihren Sitz mitteilt und ihre Regulation mitteilt, dann ist es eine Betrügerfirma. Wenn eine, Fir wenn eine Firma erst Geld haben will, bevor sie irgendwelche sie Informationen hat. Hallo, ich sie war noch nicht fertig. Ich habe Sie ausreden lassen, dann lassen Sie mich ausreden. Bitte. Also, wenn eine Firma erst dann ihren Sitz mitteilt und ihre Regulation mitteilt, bevor man einzahlt, dann ist es eine reguläre Firma. Sie teilen das nicht mit, also sind Sie eine Betrügerfirma. Ich habe nie gesagt, dass ich das mit Ihnen nicht teilen möchte. Doch, doch, haben Sie gesagt. Ich Nein, muss erst habe mein, ich, nie ich gesagt. Habe, ich soll erst mein Handelskonto Unsere aktivieren und Geld überweisen, bevor ich juristische Informationen bekomme. Das haben Sie gesagt. Das ist unsere Prozedur. Aber habe ich auch gesagt, und Sie haben das nicht gehört, dass ich kann diese Information Ihnen mitteilen. Ja, dann und tun Sie auch, das. Dann tun Sie das. Ja, jetzt. Und auch
können Sie diese Information auf unserer Website reden, wo Sie sich angemeldet haben. Waren Sie forwarded zu Wo unserer finde ich das Webseite? denn? Wo finde ich das denn auf Ihrer Webseite? Auf Ihrer E-Mail-Adresse. Ich schicke Ihnen Ihre Zugangsdaten. Sie können auf Ihrem Ich Handelskonto brauche keine eintreten. Zugangsdaten, ich brauche nur Ihre Webseite. Gut. Dann Kein diktieren Sie Problem. doch mal Ihre Webseite. Ich Ja, genau Sie. buchstabiere. Ja, ich buchstabiere. Ja, dann Sind Sie los. bereit? Ja, natürlich. B für Bernhard. Bernhard. B A E R minus G R O U P Punkt com slash DE slash sign up mit Minus. Sign minus up. So, okay, das ist Ihre Webseite, alles klar. Gut, Ja, und genau. wie lange existiert Ihre Webseite? Schon lange. Ja, die Frage ist, wie Weiß ich lange? nicht. Ich weiß nicht genau. Ich arbeite hier ein halbes Jahr. Ja, aber ein bisschen länger muss die Seite doch existieren. Okay, gut. Und wo sind Sie nun reguliert? Wenn Sie diese genaue Information möchten, brauche ich jetzt unsere juristische Abteilung zu Ja, gehen, das zu holen und Ihnen ja klar, kein mitzuteilen. Problem. Können Sie das nicht verstehen, Kein oder? Problem. Geben Sie mir einfach die juristische Abteilung. Nein, Sie werden mit Ihnen nicht sprechen, sobald Sie nicht unsere Kunde sind. Ach so, da haben wir es doch wieder. Da haben wir es doch wieder. Ja, aber ich möchte das für Sie machen. Gut, wo steht das denn auf Ihrer Webseite? Sie brauchen einzuloggen. Nee, auf Ihrer Webseite muss ich mich nicht einloggen. Ich möchte einfach nur wissen, wo Ihre Daten stehen, wo Sie reguliert sind. Wo steht das auf Ihrer Webseite? Das kann man doch so sehen. Gut, Sie können nicht einloggen, Sie können auch registrieren. Sind Sie drin? Ich bin auf Ihrer Webseite, ja. Gut, sehen Sie dort anmelden. Nein, ich möchte mich nicht anmelden. Ich möchte wissen, wo Ihre Regulation ist. Dort auf unserer Webseite. Ja, wo Nachdem denn? Sie sich angemeldet haben, Nein, das muss so stehen. steht das. Was muss? Das muss einfach auf Ihrer Webseite stehen. Wo steht's auf Ihrer Webseite? Und es steht dort. Wo denn? Was ist das Problem? Wo? Also, Wo? verstehe ich nicht. Wo? Verstehen Sie nicht? Wo? Wo steht das auf Ihrer Webseite? Zuerst Nein, brauche braucht man ich nicht. Ihre Zugangsdaten Nein, braucht man einzugeben, nicht. um Ihr persönliches Portal einzutreten. Ich brauche Einverstanden, nicht oder? mein persönliches Portal, ich brauche nur Ihre Webseite, um das zu überprüfen. Das ist unsere Webseite, wo Ihr persönliches Portal ist. Ich bin auf Ihrer Webseite, aber dort ist nirgendwo hinterlegt, wo Sie reguliert sind. Gut, wenn Sie sagen, dass es muss dort sein, dann finden Sie es selbst. Ah, also Ich doch ein erkläre, Betrüger. Also doch ein ich Betrüger. erkläre, ich erkläre Ihnen, wie Sie diese Information finden können. Ja, ich sehe das schon. Ja. Bestimmt eine ganz Und Sie uralte möchten nur Firma, richtig? ausreden. Und Sie Nein, möchten nur ausreden. Betrüger lasse ich nicht mehr ausreden. Sie sind ein Betrüger, Betrüger. Betrüger, Betrüger. Ja, Ist genau, das Sie sind alles, ein was Sie sagen Betrüger. können, oder? Sie sind ein Betrüger. Sie sind gerade mal erst im Dezember letzten Jahres ist Ihre Website online gegangen. Ich glaube, dass Sie sind Betrüger. Ja, ich bin ein Weil Sie Betrüger, melden sich Betrüger, das ist an, richtig. machen Genau nicht. das ist Ja, richtig. Ich also stelle jetzt. solche Firmen wie Ihre, die betrügen, stelle ich auf YouTube online, damit alle Leute vor Ihnen gewarnt werden. So schön. Der gute Herr bescheuert man. Hauptsache reden und sei es noch so sinnlos. Habt ihr gemerkt, wie er sich widersprochen hat? Man bekommt erst Informationen, wenn man Kunde ist. Also, wenn man sein Konto durch Einzahlung aktiviert hat. Wenn man sich auf dem Portal eingeloggt hat, findet man übrigens auch keine Informationen über die Regulation. Alles nur ein riesengroßer Beschiss. Davon sollte man die Finger lassen. So viel zum heutigen Video. Hab Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Euer Callcenter-Kascher.